Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kingdom Hearts 3, der Offscreen-Kram, ne? Und ja, ich möchte jetzt in diesem Video die Kampftore machen. Ich fange bei Kampftor 0 an, auch wenn wir ihn schon im Stream hatten. Ich werde zwischen den Kampftoren immer einen Cut setzen, also immer nur, wo der Kampfort ist, und ihn selbst machen. Die einfachste Technik ist einfach mit Blitzger ranzugehen. Das geht schnell und man levelt gut. So, das war's dann auch schon mit dem ersten Kampftor. Hat jetzt nicht sonderlich lange gedauert, aber wir haben es geregelt. Ist schon mal nice. Und dann sehen wir uns gleich beim Kampftor 1 wieder. Bis gleich. So Leute, das zweite Tor ist um Olymp. Gleich im ersten Bereich praktisch, wenn man sich hier. Na ja gut, wenn man den Berg hochkommt, der zweite Bereich ist ein Rang 1 Tor. Also das dürfte jetzt auch recht schnell gehen. Auch wieder Blitzka, Blitzka. Dann kommt man gut voran, dann läuft das. Aber ihr werdet es gleich sehen. Hier kriegt man auch immer gut die Materialien zusammen. Ach, das war der Kampf. Okay, der ist schon ein bisschen. So, okay, dann machen wir noch Piratenschiff hinterher. Und ja, der Kampf dauert tatsächlich schon etwas länger. So, ich habe mir jetzt auch Sterntreue geholt. Und damit die neue Form. Ist recht nice. Memoir werde ich mir offscreen holen, da werde ich dann irgendwann in einem Video mal nachzeigen. Ja, man bekommt immer für den Abschluss eines Kampftors Belohnung. Im Normalfall einen geheimen Bericht und irgendein Accessoire oder Kleidung. So, und das war dann jetzt Tor 1 im Olymp. Und dann sehen wir uns gleich zu Tor 2 wieder. So, dann wären wir jetzt bei Kampftor Nummer 2. Das ist ganz leicht zu erreichen. Der Speicherpunkt ist da vorne. Ihr müsst einfach an die Himmelsspitze vom Olymp. Da steht dann auch der gute Zeus rum. Das ist jetzt schon ein Rang 2 Kampftor. Aber eigentlich auch kein Problem. Es gibt ein Kampftor, meine ich. Das ist ein bisschen kniffliger, weil da nachher auch der Secret Boss kommt. Spoiler. Der wird am Ende dieses Videos sein, weil es das letzte ist. Ja, und hier haben wir wieder ein paar Gegnerlein. So, hier die kleinen Mini-Bosse, die sind eigentlich kein Problem. Dafür musst du nicht mal irgendwie ultimativ gelevelt sein. Take this.
Und dann gehen die Ratzefatze, also erstmal mit Blitzger halt den ersten Schwung machen und halt die kleinen Nervensägen entsorgen. Oh, das war jetzt vielleicht nicht das Schlauste. Aber naja, das läuft schon. Und jetzt halt noch mal ordentlich durchballern. Und dann geht das auch ratzefatze durch. Und schon war's das. Ja, die Dicken gegeben auch fast 1000 EP. Also es gibt halt Kämpfe, die sind nachher echt gut für die Trophäe Level 99. Da würde ich persönlich aber Kampftor 1 empfehlen. Und dann sehen wir uns gleich bei Kampftor 3. Bis gleich. So, Kampftor Nummer 3 ist beim alten Herrenhaus in Twilight Town. Da ist auch direkt ein Speicherpunkt, wie ihr seht. Also gut ranzukommen. Ist auch ein Rang 2 Kampf. Also schauen wir uns mal an, was hier so abgeht. Also auf jeden Fall für diese Kampftore kann ich es empfehlen, den Magiewert und Blitzboost so viel wie möglich zu kriegen. Durch verschiedene Gegenstände kriegt ihr halt Blitzboost, durch Waffen. So, und wie gesagt, man kriegt halt super Gegenstände hier durch, ne? Durch diese Kämpfe. Ah, ein Beschwörer. Okay, die sind schon ein bisschen kniffliger. Ah, den wollte ich jetzt nicht. Die können schon echt nerven. Also da müsst ihr echt aufpassen. Die waren auch schon in Kingdom Hearts 2 echt nervig. Weil die halt mit ihrer Beschwörfähigkeit richtig geil blocken können. Aber wie gesagt, mit den richtigen Moves ist der auch kein Problem. Okay, der ist blitzresistent, habe ich gerade festgestellt. Und das sollte es jetzt eigentlich gewesen sein. Ja. Wie gesagt, der ist dann schon ein bisschen kniffliger, der Beschwörer. Dunstkristall, super. Ich glaube, der hat mir nämlich noch gefehlt bei den Schmiede-Items. Aber dann sehen wir uns beim nächsten Tor wieder. Bis gleich. So, da sind wir dann auch wieder. Auch hier ist wieder ein Speicherplatz direkt daneben. Und Kinderspieleck. Das ist dann Tor Nummer 4. Das ist dann wieder eins von den leichten. Also könnt ihr da wieder ein bisschen entspannter rangehen. Schauen wir mal, was hier so auftaucht.
Ich mag ja in dieser Welt diese Riesen-Roboter-Kämpfer überhaupt nicht. Ah, Spielzeugwiese. So, dann schauen wir doch mal, ne? Also, wollen wir jetzt mal hier ein bisschen Action machen. Mir ist jetzt gerade so ein bisschen die Magie ausgegangen. Natürlich empfiehlt es sich für diese Kämpfe dann auch Äther und sowas mitzunehmen. Aber natürlich steht es auch jedem frei, die Herausforderung zu nehmen und es ohne Magie zu versuchen, hier durchzukommen. Prügeln wie ein Irrer. Wobei ich hier echt die Kanonen schon sehr anstrengend finde. Aber man sieht ja, mit Ultima ist das alles null Problemo. Und das war's dann auch schon. Ein Final Elixier und den Bericht Nummer 4. Sehr, sehr nice. Und dann sehen wir uns bei Tor Nummer 5 wieder. Muss ja auch sein, ne? Also bis gleich, Schnuggelchens. So, und da wären wir dann beim nächsten Kampftor. Kampftor 5 ist in der Eingangshalle von Galaxy Toys. Natürlich direkt wieder bei einem Speicherpunkt. Das ist dann ein Rang 2 Kampf. Ich glaube, hier kommen auch die großen Robos dann. Die ich ja immer so gerne mag. Juhu, Freude ist dann direkt schon groß. Ja, anbei sei gesagt, die Puddings kommen in einem späteren Part. Die mache ich. Parallel mache ich simultan davon abgegrenzt, weil die dann einfach teilweise ein bisschen mehr Konzentration fordern. So, Spritzfahrt. Und yeah! So, die geben leider nur Energiesplitter. Aber okay. So, der ist damit auch down. Ach du Scheiße. Okay. Ja, der Kampf ist dann schon ein bisschen schlimmer. Alter, jetzt muss ich mal ein paar von denen hier wegbekommen.
So, jetzt muss ich hier mal einsteigen. Alter Oschi. Nein! Voll daneben geschossen, ey. Aber volle Möhre daneben geschossen. Holla die Waldfee. So, Blitzknöpfe. Die müsste ich aber schon mal gehabt haben. Ja, das war dann Tor Nummer 5. War schon ein bisschen kniffliger, wie ihr gesehen habt. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Tor wieder. So, als nächstes haben wir das Kampftor im Moor. Das ist hier zwischen den ganzen Felsen. Wenn man von der Wildblumenlichtung loszieht, sollte man eigentlich nach rechts fliegen, dann sollte man direkt ankommen. Ja, ich möchte. Danke. Aber ist nicht schwer zu finden, also ist nicht stark versteckt. Man kommt da gut hin. Speziell, wenn man die Fähigkeit Gleiter hat, dann ist das sowieso kein Problem, weil man von einem hohen Punkt aus startet. Ach, Pferdekutsche. Okay, Spritzfahrt! Alter, jetzt geht mir der Gaul hier aber auch auf die Nerven. So, und noch mal eine spritzige Fahrt. So, jetzt sollte ich hier noch mal ordentlich kassieren hier. Das ist halt in den Kampftoren sind halt immer so eine kleinen Mini-Bosses oder einfach nur ein paar easy Gegner. Aber eigentlich im Großteil nichts besonders Schwieriges. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr die eigentlich alle recht easy durchbekommt. So, wieder einer weniger. Und gleich mal wieder eine Ultima reingepfiffen.
Und das war's. Ja, der Kampf, der Part dürfte eine ordentliche Länge bekommen, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Kampftor wieder. Ja, das nächste Kampftor ist ganz in der Nähe von dem Pudding. Nämlich hier, ganz in der Ecke, auf dem Hügel. Ja, Stufe 1 Kampf. Kriegen wir hin. Das sollten wir schaffen, ne? Mal schauen. Ja, wusste ich doch, dass diese Pustepappas da kommen. So, der ist damit auch tot. Und dann machen wir jetzt noch den fertig hier, ne? Und das war's. Ja. Das war jetzt wieder ein recht einfacher Kampf. Aber Aeroknöpfe und Bericht Nummer 7. Und dann bis zum nächsten Tor. So, das nächste Kampftor ist bei der Monster AG. Und zwar, wenn ihr beim Tankraum seid. Lauft ihr einfach ein Stück weiter, fahrt die Schiene hoch und dann kommt ihr direkt hier in diesen großen Tankraum. Ist auch ein Level 1er. Mal schauen. Hier sollten auf jeden Fall viele von den Unversierten auftauchen, da man die Materialien innerhalb des Games am wenigsten bekommt, empfiehlt es sich, dieses Kampftor wirklich mehrfach zu machen. Und den Mondturm. Das Foto brauche ich noch. Oh, hier kommen doch keine Unversierten, kommen doch nur Herzlose. Naja. Okay. Ich hätte jetzt hier mit Unversierten gerechnet. Ich war auch fest der Meinung, dass in einem von den Kampftoren die waren. Mal schauen. Auf jeden Fall Illusionskristall und Bericht Nummer 8. Und dann sehen wir uns beim nächsten Tor. So Leute, willkommen zu Kampftor Nummer 9. Das ist schon ein bisschen schwieriger zu finden. Den Eispalast, ich würde am Ausgang anfangen, da sonst die Türen irgendwie nicht offen sind und das echt ätzend ist. Naja, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ich bin gespannt. Sehr viele Nobodies. Yeah.
Aber alles kein Problem. Und oh, da sind auch noch Scharfschützen, wie es aussieht. Ach nee, das sind die von Laxen. Die Blitzbuddies. Und noch ein Raketentanz hinterher. Oh, der Berserker ist in seiner Blockform. Aber das war's. Da ist er down. Down, down, down. Und einen Dunstkristall bekommen und den Bericht. Und damit sehen wir uns beim nächsten Tor.